So, dank der Technik auch erstmal herzlich willkommen zum zweiten Teil der, ja, hier ist Transferangebot an. Neben Karriere mit Tottenham Hotspur, ja, das ist leider ein bisschen der Technik geschuldet ist. Tut mir leid, dass es der zweite Teil so sein muss. Ja, so, dann, wir sind jetzt im Winter. So, da oben wird eingeblendet Pokalviertelfinale erreicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo stehen wir? Und man sieht hier in der Tabelle, wir stehen in der Premier League nach der Hinrunde auf Platz 9. Ja, also 30 Punkte. Ich sag mal fast, das war fast auch so ein bisschen zu erwarten. Aber das war 3 Punkte Rückstand auf Platz 5 und also 4 und 5, aber schon 9 Punkte Rückstand auf Platz 3. Also momentan muss man echt sagen, zum Glück steigen wir hier nicht ab, aber. Ja, also da muss man echt hoffen, dass sich das Blatt noch in der Rückrunde ein bisschen wendet. Ja, dann haben wir noch den FA Cup, der anscheinend noch nicht so heftig gespielt wurde. Dem EFL League Cup, wo wir tatsächlich im Viertelfinale waren, gegen den FC Arsenal aber ausgeschieden sind mit 4 zu 0, wie man oben rechts schön sieht. Ja, Challenge Cup, das juckt keinen. Und dann kommen wir wieder zur Premier League. So, wie man jetzt hier natürlich sieht, Finanzen 197,5 Millionen 640.000 Gehaltsbudget, damit lässt sich jetzt im Winter einiges machen. Ja, und dann auf jeden Fall bis gleich, wenn dann ich dann die ersten Transfers irgendwie mal vermelden kann. So, einen Transfer kann ich zwar nicht vermelden, dafür, dass wir jetzt aber gegen FC Chelsea spielen. Chelsea mit zwei gesperrten Spielern, das könnte da was werden, vor allem weil wir zu Hause spielen und 1-1. Schade. Aber Harry Kane scheint wieder fit zu sein. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Der hat ja genetzt, wie man hier sieht. Da muss man auch wieder nichts zu sagen. Da will ich mir Dries Mertens holen, bietet 43 Millionen und Neapel will 44 haben. Da muss ich auch wieder nichts zu sagen. Und der erste Transfer, den ich verkünden kann, heißt Nemanja Matic, 40 Millionen vom FC Chelsea. Damit ist er bei uns. So, und jetzt ist es endlich FA Cup Time gegen Ipswich Town zu Hause. Komm, das können wir doch gewinnen. Los geht's. 3-0, jawohl, so muss das. Und der nächste Transfer, ein vielleicht nicht unbedingt bekannter Spieler, aber mit da und sonst Sanchez habe ich auf jeden Fall einen ziemlich guten Innenverteidiger geangelt von Ajax Amsterdam. 24 Millionen ist zwar eine bisschen fragliche Summe, allerdings stand hier auch, dass der für 22,5 Millionen erst dahin gewechselt ist zu Ajax. Also, naja, ich weiß auch nicht, deswegen kann man sagen, ja, ist schon in Ordnung. Und die nächste neue Verpflichtung, Shadan Shaqiri von Stoke City, 35 Millionen. Aber jetzt geht auch endlich mal was über außen. So, jetzt geht es gegen Manchester City in der Liga. Und da ist jetzt auch schon 1 zu 1. Nolito hat sich aber bei City verletzt, jawohl. Und sie spielen natürlich mit Hugo Lloris im Tor und sie haben Cavani. Der trifft dann normalerweise. Aber wir spielen zum Glück 1-1. Und da kommt tatsächlich auf den letzten Drücker noch ein Angebot für Kyle Walker rein. Von Bayern 0 für Leverkusen. 24,5 Millionen, viel zu wenig für den Macker. Aber im Gegenzug haben wir dadurch auf jeden Fall eine neue Verpflichtung mit Stefan Escherabi. 30 Millionen, ich denke mal, das kann man bezahlen. So, und jetzt im FA Cup gegen Sheffield United. Dort wird ein Spieler verletzt, Wilson. Die Fünferabwehr wird sie geknackt. 2 zu 3. Ja, kann man mal machen. So, und in der Liga geht es jetzt noch gegen den AFC Sunderland am Deadline Day des Winters. 1-1 an Harry Kane hat uns gerade einen Arsch gerettet. So wie man leider sieht, hat es mit dem Verein nicht ganz so heftig geklappt, wie es eigentlich vorgestellt war. Ich wollte wieder Mertens holen, ich wollte Morata holen, Donnarumma oder Fährmann fürs Tor, sogar Moya hat sich angefragt, aber alle wollten nicht kommen. Kurzuma hat sich angefragt, alle wollten sie nicht kommen. Deswegen bleibt am Ende leider ein bisschen Geld über. Naja, aber trotzdem über die Verstärkung kann ich mich jetzt trotzdem nicht beschweren. Also es geht auf jeden Fall schlechter, das muss man schon mal sagen. Und am Ende ist halt aber entscheidend, wo man landet. Und das werden wir dann gleich sehen. So, Juni 2017 ist erreicht, wenn jetzt das Bild noch scharf wird.
Tja, und jetzt bin ich mal gespannt, wo sind wir gelandet? Und wir haben es tatsächlich noch geschafft. Wir sind in der Europa League. Tatsächlich Fünfter geworden, 66 Punkte, ein Punkt vor Platz 6 vor Manchester City. Das kennt man den. Meister Chelsea mit 83. Aber jetzt nochmal gucken, wie der Rest so lief. EFL Cup sind wir im Viertelfinale ausgeflogen, da hat Menu gewonnen. Und den FA Cup haben wir nicht gewonnen, sind im Halbfinale an Arsenal gescheitert. Ja, also Europa League und FA Cup Halbfinale, denke ich mal, ist ein relativ gutes Ergebnis. Damit kann man sich sehen lassen eigentlich. Wenn man ein paar Saisonstats, Top-Torjäger, unter den Top 3 sind wir nicht dabei. Da finden wir den ersten von uns. Mit Harry Kane, 15 Toren, auf Platz 9. Ja, aber ich denke mal, das ist eigentlich, kann man ganz gut sagen, für eine erste Saison. Ich denke mal, ja, hätte vielleicht besser werden können, aber naja, bei den Transfers, die teilweise getätigt worden sind, da das halt nicht alles geklappt hat, kann halt nicht alles klappen. Ich denke mal, fürs erste Mal war es ganz gut. Ja, und dann möchte ich mich auch ganz gut verabschieden. Ja, ich denke mal, es war ganz gut. Kann man nochmal machen, denke ich mal. Oder vielleicht bis nächste Mal. Ciao.